CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Welt ist bunt, auch die Unternehmerwelt. Und wir haben es heute mal wieder mit einem Antrag zu tun, der Gleichmacherei betreibt und, wie ich finde, auch ein Schritt in die Planwirtschaft ist. Was Sie machen wollen, liebe Kollegen und Kolleginnen der Linken, Sie wollen Selbstständige zu Arbeitnehmern machen, indem Sie alle Selbstständigen in ein gemeinsames Regelwerk von Rentenversicherung, von Arbeitslosenversicherung und von Krankenversicherung bringen wollen. Aber Unternehmertum, meine Damen und Herren, folgt auch im Sozialversicherungsrecht. Zunächst der Annahme, dass man von seinen Einkünften leben kann. Deshalb bedeutet Selbstständigkeit nicht nur Entscheidungsfreiheit, sondern auch Eigenverantwortung, auch bei der Absicherung im Alter, bei Arbeitslosigkeit und bei Krankheit. Wir alle aber kennen natürlich auch die Beispiele, in denen der Lebensplan nicht aufgegangen ist. Das sind jene Fälle, in denen mit der Hoffnung auf bessere Zeiten eben alles in die Firma und nichts in die Vorsorge gesteckt wurde. Auch der fehlende Nachfolger, dem das Geschäft eigentlich übergeben werden sollte, kann im Alter zu einer existenziellen Schieflage führen. Doch diese Beispiele, meine Damen und Herren, rechtfertigen eben nicht, dass wir ein bestehendes und etabliertes Regelwerk und Wertegerüst über die Rechten und Pflichten von Selbstständigen über Bord werfen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Kurt? Ich möchte gerne meine Ausführungen erst einmal zu Ende führen. Vielen Dank. Gutes Recht. Sie wollen uns heute einmal mehr weismachen, dass Altersarmut ein Massenphänomen auch in der Unternehmerwelt ist. Doch die Antworten der Bundesregierung belegen, dass dem eben nicht so ist. Während gerade einmal 3% der über 65-Jährigen in Deutschland Grundsicherung im Alter beziehen, waren in 2015 davon 17,4% Selbstständige. Auch 2003 lag der Anteil bei 17%. Ein Anstieg der Gefährdung von Altersarmut bei Selbstständigen ist daher nicht erkennbar. Dass Altersarmut unter ehemaligen Selbstständigen weit verbreitet sein soll, stimmt deshalb nicht. Im Gegenteil, Selbstständige sind eine äußerst heterogene Gruppe. Ich habe ja Verständnis dafür, dass Sie ein Problem damit haben, dass Menschen individuell sind und unterschiedlich sind. Aber das erläutere ich Ihnen gerne. Das betrifft sowohl die Verteilung auf einzelne Berufsgruppen als auch beim Einkommen. Viele gehen in Vollzeit ihrer Arbeit nach, einige üben diese nur mit wenigen Wochenstunden aus oder tun dies eben neben ihrer Angestellten-Tätigkeit. So vielfältig die Selbstständigkeit in Deutschland ist, so vielfältig ist auch ihre Absicherung im Alter. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Ein Großteil ist über die berufsständischen Versorgungswerke abgesichert. Rund 400.000 Menschen der 4,2 Millionen Selbstständigen sind derzeit aktiv über ein Versorgungswerk abgesichert. Und der Anteil nimmt weiter zu. Die kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen belegen das. Besonders bei den Frauen haben sich die Mitgliederzahlen in den Versorgungswerken seit 2005 fast verdoppelt. Andere Selbstständige zahlen bereits freiwillig in die gesetzliche Rente ein. Auch das sind derzeit rund 300.000. Wenn jemand nicht den gesetzlichen Versicherungsschutz genießt, heißt das nicht, dass er per se von Altersarmut betroffen ist. Genau das will uns aber die Linke immer wieder weismachen. Sie glauben, mit der verpflichtenden Einbeziehung der Selbstständigen in unsere sozialen Sicherungssysteme die Lösung für vermeintliche Probleme gefunden zu haben. Doch hier fehlt Ihnen die nötige Weitsicht. Was wäre denn die Konsequenz, wenn beispielsweise diese Gruppe der beruflich Tätigen in Deutschland in die gesetzliche Rente einzahlen müsste? Natürlich würden die Einnahmen der Rentenkasse zunächst einmal steigen. Laut Berechnungen des BMAS wären das 2020 jährlich Beitragseinnahmen von rund 1,3 Milliarden Euro, die bis 2045 auf 7,1 Milliarden Euro ansteigen würden. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, ließen sich wahrlich viele Traumschlösser bauen. Doch weder einmal zu Lasten der kommenden Generation. Denn auch Selbstständige werden älter und haben irgendwann auch den Anspruch, aus ihren eingezahlten Beiträgen eine Rente zu beziehen. Eine Erweiterung der Beitragszahler ist gleichbedeutend mit einer Erweiterung der Rentenbezieher und löst nicht die Probleme der Zukunft, die wir in unseren sozialen Sicherungssystemen haben. Liebe Kollegen, Sie stellen ja selbst fest, dass Selbstständige das alleinige unternehmerische Risiko tragen. Das ist richtig, denn genau das zeichnet
Unternehmertum aus. Und genau aus diesem Grund benötigen wir passgenaue Lösungen. Wir brauchen Wahlfreiheit, auch Wahlfreiheit natürlich bei der Altersvorsorge. Deshalb halte ich eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige für den falschen Weg. Abschließend möchte ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen, den ich in dieser Debatte für wichtig halte. Aufgabe von Politik ist es nicht, unternehmerische Eigenständigkeit zu beschränken. Wir müssen unsere Unternehmer und insbesondere auch die Soloselbstständigen stärken und entlasten. Dazu haben wir in der Vergangenheit bereits eine Menge von Projekten auf den Weg gebracht. Wir haben Verbesserungen beim Meister-BAföG bewirkt. Wir haben beim Bürokratieabbau entscheidende Schritte sind wir gegangen und haben dies auch in Zukunft noch vor. Und wir wollen natürlich auch wieder mit Blick auf den Meisterbrief auch dort wieder zu Regelungen zurückkommen, die sich schon immer bewährt haben. Ich möchte aber auch einmal Folgendes anmerken, meine Damen und Herren. Der Antrag der Linken führt heute dazu, dass wir über die soziale Absicherung von Selbstständigen in Deutschland reden. Aber Selbstständigkeit, ich hatte das bereits in meinen Ausführungen auch gesagt, bedeutet natürlich auch die Eigenverantwortung gegenüber dem, was man selbst tut. Und wenn man merkt, dass das Geschäftsmodell nicht aufgeht, dass das Einkommen nicht passt, dass das nicht funktioniert, auch mit Blick auf das Alter, dann sollte man sich vielleicht auch fragen, ob das, was man tut, richtig ist und ob man nicht vielleicht doch etwas anderes macht, eine andere Tätigkeit ausübt, in ein Angestelltenverhältnis beispielsweise geht. Das muss an dieser Stelle auch mal klar gesagt werden. Unsere Aufgabe als Politik ist es nicht, alle Probleme vollumfänglich immer zu lösen. Gelegentlich sind die Menschen auch selbst dazu aufgefordert, vielleicht in ihrem Leben Veränderungen vorzunehmen. Ich denke, diese Forderung und diese Ermahnung auch in diese Richtung ist trefflich. Und selbstständig zu sein in Deutschland bedeutet natürlich auch, organisiert zu sein, in Interessensvertretungen, in Kammern beispielsweise. Auch die sind natürlich gefragt, ihre Mitglieder zu beraten in Sachen Altersvorsorge, zu beraten in Sachen Unternehmensnachfolge, in Sachen Existenzgründung. All da gibt es natürlich schon Strukturen, die auch helfen und unterstützen müssen. Meine Damen und Herren, die Union ist die Partei des Mittelstandes. Das war sie immer, das wird sie immer bleiben. Wir werden uns für unternehmensgerechte Lösungen, für richtige Lösungen einsetzen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Jana Schimke. Das Wort für eine Kurzintervention.